Salut, Senor. Sehen Sie, Ihre Kanone können Sie wieder einstecken. Er ist tot. Ja, das ist wahr. Wo sind Sie denn so plötzlich hergekommen? Ich habe da drüben gewartet und zugesehen, wie er diese Falle angelegt hat. Es war mir klar, dass früher oder später jemand vorbeikommt, der da reintappen würde, was Sie ja dann auch taten. Und jetzt nehmen Sie mal die Hände hoch. Ja? Wenn ich bitten darf. Damit nehmen Sie mir die Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Besser als Dank ist, wenn ich mir Ihr Pferd ausleihen darf. Wo haben Sie denn Ihres gelassen? Das haben einige andere Apachen schon vor ein paar Meilen erwischt. Nicht weiter tragisch, viel wert war es nicht und gestohlen war es außerdem. Nein, vielen Dank. Das ist schwer auszudrücken. Ich arbeite nicht gern. Außerdem muss ich jetzt nach Nagales, weil da meine Verwandtschaft wohnt. Es treibt mich, meinen alternden Vater und meine leider immer noch unverheiratete ältere Schwester zu umarmen. Würden Sie jetzt bitte ein Stückchen darunter gehen? Also. Gracias. Herzlichen Dank für Ihr Pferd. Tut mir leid, dass es mit dem Zurückgehen wohl nichts wird. Aber es wird in Nagales vorzüglich versorgt werden. Also bis zum nächsten Wiedersehen. Hasta la vista. Ich mag Sie. Sie sind nämlich genau mein Typ. Ich meine es ernst. Ich habe Achtung vor Frauen, wie Sie eine sind, und ich weiß auch genau, wie man sie behandeln muss. Wissen Sie, in meiner Branche haben wir eine Redensart in Bezug auf die Früchte. Drücken Sie die Ware nicht, ehe sie Ihnen nicht gehört. Sehen Sie? Und so bin ich. Das würde ich niemals tun. Weiber! Ihr seid alle gleich. Alle. Ich werde es euch zeigen. Gott ist sehr beschäftigt. Er hat einen langfristigen Plan für die Menschheit, der weit hinausreicht über unsere Begriffswelt. Es ist unvernünftig von ihm zu erwarten, dass er sich mit dem Einzelnen abgibt. Der Einzelne ist lediglich wichtig in seiner Eigenschaft als verbindendes Glied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Durch seine Kinder oder Enkelkinder. Oder durch den Beitrag, den er sonst der Menschheit leistet. Und darum, betet nicht zu Gott, dass er eure Probleme löse. Betet zu dem Göttlichen, das in euch ist. Habt den Mumm, für euch selber zu kämpfen. Gott will tapfere Seelen. Er will, dass ihr gewinnt, nicht, dass ihr aufgibt. Wenn ihr nicht gewinnen könnt, versucht wenigstens zu gewinnen. Gott liebt den Wagemutigen. Also, welchen Entschluss sollten wir für das neue Jahr fassen? Entschließe dich, den Mut zu haben und den Willen, es durch dich selbst zu schaffen. Entschließe dich, für dich selbst zu kämpfen und für andere, für die, die du liebst. Dann wird das Göttliche in dir mit dir kämpfen, alle Zeit. Kann ein Verteidiger auf solchen Kuhhandel eingehen? Kommt darauf an, was er vorhat. Moment mal, Liebling. Das wollen wir doch am besten mal gleich klären. Irgendwer hat den Bankräuber Billy Sutton mal gefragt, warum er Banken ausraubt. Er sagte, weil da am meisten Geld ist. Geld ist mir wirklich nicht so wichtig. Sonst wären wir heute noch an der Ostküste und würden auf den Knien rutschen, um wo auch immer neue Mandanten aufzustöbern. Stattdessen habe ich den größten Teil unseres Vermögens in drei einigermaßen sitzende Anzüge investiert und baue mit 12 Ziegelsteinen pro Tag unser Haus. Und ich tue es gern. Für uns. Und unsere Zukunft. Hier ist Joe Turner. Hören Sie. Identifikation. Was? Ihre Identifizierung. Mein Name ist Turner. Ich arbeite für Sie. Hören Sie. Identifizieren Sie sich. Ich kann jetzt. Wie lautet der Deckname? Der Condor. Sektion 9, Abteilung 17. Die Sektion wurde überfallen. Niemand lebt mehr. Dr. Lev, Janice, Ray, Harold. Harold war in der... Meinten Sie über eine Firmenleitung? Nein, nein, ich bin in einem öffentlichen Fernsprecher, nur einen Block weiter auf der Straße. Sie verletzen das Kommunikationssicherheitssystem, Condor. Jetzt hören Sie verdammt nochmal zu, Sie Arschloch. Ich komme gerade mit dem Lunch zurück und das ganze Haus ist ermordet. Alle dort sind tot. Sie möchten mit jemandem zusammen sein, der nicht mehr lange zu leben hat. Denn Sie lieben alles, was dem Tode nahe ist. Alles, was vergeht. Das stimmt. Sie machen Bilder. Wunderschöne, tote Bilder. Von verwaisten Straßen. Und alten, entlaubten Bäumen im November.
Ich reiche einen Bericht ein und ein Mensch in Washington liest ihn. Er ist mein Sektionschef. Und dann kommt er nach New York, um mich zu erschießen. Vielleicht gibt es im CIA noch einen CIA. Wie heißt das Geheimnis, dass es wert ist, 7 unschuldige Menschen umbringen zu lassen? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Briggs hat Ihnen meinen Bericht gegeben. Welchen Bericht? Ja. Es waren Ihre Pläne, die ich aufgedeckt habe. Was war es? Antworten Sie, was war es? Welches Interesse hatte Ihre Abteilung an ein paar gottverdammten Büchern? An einem Buch in Holländisch? An einem Buch aus Venezuela? An Krimis in Arabisch? Warten Sie! Was ist so verdammt wichtig, dass... Ölfelder. Mann, was seid ihr bloß für Menschen? Ihr glaubt, wohl bei einer Lüge nicht erwischt zu werden, sei dasselbe wie die Wahrheit zu sagen. Mein Gott, seid ihr verkommen. Lachte laut und lang und die ganze Zeit schweiften seine Augen hin und her. Aha, und er sprach, klar und deutlich sehe ich's. Der Teufel weiß, wohin er steuert. Leb wohl, leb wohl. Sie lassen Verse aus. Naja, die langweiligen Stellen überspringe ich. Leb wohl, leb wohl. Doch das eine sag ich dir, du Hochzeitsgast. Legen Sie den Kopf zurück. Der betet gut, der alle liebt. Den Menschen und den Vogel und das wilde Tier. Wird es irgendwie anders sein, für Geld zu jagen? Nicht für die Tiere. Naja, vielleicht auch für die Tiere. Sind sie ihnen wirklich lieber als die Menschen? Manchmal. Sie tun nichts halbherzig. Alles ist für sie das erste Mal. Jagen, arbeiten, paaren. Nur der Mensch macht es schlecht. Nur der Mensch rüstet sich mit seinen Taten. Du hast mich erschreckt. Und ich dich. Ist schon gut. Sie hat geschrien und du hast sie die Treppe runtergestoßen. Nein. Nein. Nein, Schatz, so war's nicht. Deine Mutter war an diesem Abend allein ausgegangen. Du warst schlimm erkältet. Ich wollte dich nicht allein lassen. Wir waren in deinem Zimmer, als sie reinplatzte. Sie war betrunken. Sie rastete immer völlig aus, wenn sie was getrunken hatte. Sie beschimpfte dich übel. Sie beschimpfte mich übel. Sie rannte die Treppe hoch. Ich rannte ihr nach. Sie schlug auf mich ein, verpasste mir einen Kinnhaken. Ich flog gegen das Treppengeländer. Da trat sie mit den Füßen nach mir. Ich schätze, dabei verlor sie den Halt. Ich versuchte noch, sie zu packen. Und wäre selbst fast gestürzt. Du hast hysterisch geschrien, sie wäre fast auf dich draufgefallen. Dann bist du rausgerannt. Ich konnte dir nicht nachlaufen, weil ich zusehen musste, ob ich irgendwas für deine Mutter tun konnte. Der arme Maddie. Sie starb in meinen Armen. Dann ist die Polizei gekommen. Du warst inzwischen zu Susanna rübergelaufen. Ich habe dich dann nur noch einmal im Gerichtssaal gesehen. Aber da hatte dir dieser Staatsanwalt schon eingeredet, ich wäre das größte Monster, das je gelebt hat. Ich verrate dir mal was über deinen Danny Boy. Er hat nicht an dich gedacht, während er abgekratzt ist. Er hat nicht Karen, Karen gerufen, als ich ihn runtergestoßen habe. Nein, diese jämmerliche halbe Portion. Er hat geflennt und gewinselt, genau wie deine Mutter damals. Guten Abend, Clarice. Man wird noch sagen, wir seien verliebt. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Sie wachen immer noch manchmal auf, nicht wahr? Wachen auf im Dunkeln und hören die Lämmer schreien. Ja. Und Sie glauben, wenn Sie die arme Catherine retten, dann würde all das aufhören. Sie glauben, wenn Catherine lebt, würden Sie nie wieder im Dunkeln aufwachen durch dieses grauenhafte Schreien der Lämmer. Nun, Clarice, haben die Lämmer aufgehört zu schreien? Dr. Lecter.
wäre zwecklos, den Anruf zurückzuverfolgen. Ich bleib nicht lang genug dran. Wo sind Sie, Dr. Richter? Ich habe keine Pläne, Sie aufzusuchen, Clarice. Die Welt ist interessanter mit Ihnen darin. Sie sollten Acht geben, mir die gleiche Gefälligkeit zu erweisen. Sie wissen, ich kann das nicht versprechen. Zu gern würde ich mit Ihnen noch plaudern. Aber ich habe ein Festessen mit einem alten Freund. Der Ordnung halber gebe ich zu Protokoll, dass ich, Abraham Van Helsing, zu diesem Zeitpunkt persönlich in diese seltsamen Ereignisse verwickelt wurde. Hier findet sich die furchterregende Geschichte des kampfwütigen Berserkers Prinz Drakus, die er Menschen fählte und sie verbrannte, ihre Schädel in einem Kessel kochte, wie er sie lebendig häutete und sie mit dem Beil zerstückelte und dann ihr Blut trank. Ja. Dracul. Ihr Blut ist das Leben. Vampire existieren. Dieser, dem wir gegenübertreten und bekämpfen, hat die Kraft von 20 oder mehr Männern. Und Sie können das bezeugen, Mr. Harker. Aber außerdem kontrolliert er die niederen Lebensformen. Die Fledermaus, das Nagetier, den Wolf. Er kann als Nebel in Erscheinung treten, als Dampf, als Dunst und sich nach Belieben jederzeit wieder auflösen. Nun, alle diese Dinge kann Dracula tun, aber er ist nicht frei. Er muss in heiliger Erde seines Heimatlandes ruhen, um seine böse Macht zu erlangen. Hier werden wir ihn finden und auf ewig vernichten. Hier ist die USS Enterprise, Captain Jean-Luc Picard. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch. Wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten. In Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und würdig. Im Handeln ähnlich einem Engel, im Begreifen wie ähnlich einem Gott. Ich werde die Enterprise nicht opfern. Wir haben schon zu viele Kompromisse gemacht, zu viele Rückschläge erfahren. Sie dringen in unseren Raum ein und wir weichen zurück. Sie assimilieren ganze Welten und wir weichen zurück. Doch jetzt nicht. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Bis hierher und nicht weiter. Ahab jagte jahrelang den weißen Wal, der ihn verkrüppelt hatte. Ein Streben nach Rache. Aber am Ende zerstörte er Ahab und sein Schiff. Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet. Und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen. Denn er wird nicht wiederkommen. Energie. Ich kann dir nicht sagen, wie lange dich das noch verfolgt. Aber ich kann dir sagen, dass du nichts falsch gemacht hast. Dasselbe hätte mir passieren können. Oder Frank. Oder Joey. Es hat auch keinen Sinn, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, warum diese Dinge passieren. Ich kannte mal einen Jungen aus einem Indianerreservat. Er hat früher ab und zu hier gearbeitet, 16, ein kräftiger, anständiger Junge. Wir zwei waren richtig gute Freunde. Eines Tages ging er schwimmen, sprang kopfüber in den See und prallte dabei auf einen Fels. Hat sich einen Halswirbel gebrochen und war gelähmt. Nach dem Unfall ging ich ihn dann ab und zu noch mal besuchen. Aber er war nicht da. Es war, als ob auf einmal sein Geist, seine Seele verschwunden gewesen wäre. Geblieben war nur die Wut. Es war, als hätte sich der Junge in eine andere Welt verkrochen. Diese andere Welt, die kenne ich. Ich weiß. Du verkriechst dich aber nicht. Du musst alles tun, um durchzuhalten. Ich will nirgendwo sein, wo ich dich nicht sehen oder fühlen kann. Und auch nirgendwo, wo ich nicht deine Stimme hören oder dir etwas erzählen oder dieses schöne Lächeln sehen kann. Irgendwie bin ich froh, dass ich dich nicht sehen kann. Die Fantasie kann wundervoll unanständig sein. Halt, warte. Eins wollte ich dir unbedingt noch sagen. Ich habe so viel Spaß mit dir.